Hallihallo, meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen und herzlich willkommen zu Crane Skies Mod von Minecraft, also known as Skysolated mit dem Kinzi. Und der Kinzi will gar nicht wissen, was ich gemacht habe. Doch, klar. Natürlich. Ich habe ein Golden Bag of Holding mit Reincarnation gemacht. Ach ja, stimmt, dafür bräuchte ich das. Ja. Ja, das Holz. Holz. Ich könnte eigentlich so freundlich sein und dir auch eine machen. Wenn du das möchtest. Möchtest du das? Ja, bitte. Da brauche ich nur Wolle. Wo haben wir denn Wolle? Nein. Oh, der Rechner geht wieder steil, alter Schwede. Warum ist denn der heute so laut? Weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich mal eine Flüssigkühlung drüber nachdenken. Ja, kipp mal irgendwas drüber. Du willst nur nicht mehr mit mir aufnehmen, wa? Ach ne, ist in Ordnung. Hat schon erledigt. Dumme Frage. Nix gesagt. Komisch, dass man da kein Redstone-Signal braucht bei dem Item-Dukt, wenn das nach unten geht und aus der Maschine kommt. Ja, manche Maschinen pushen das Ganze halt raus und dann braucht man keine. Oh. Wie ging das da jetzt? Es funktioniert ja alles wunderbar, ne? Aber irgendwie... Außer? Hä, der hat geerntet, der hat ein bisschen geerntet. Aber ich weiß nicht wann. Und vorhin standen auch Bäume direkt vor seiner Nase, also brauchte er auch keinen Kinzi, wo bist du da? Kinzi, hier hinter dir. Oh, zack. Ein Golden Bag of Holding, das rettet mir meinen Arsch, weil mein Inventar voll ist. So, da kann erstmal jede Menge rein hier. Oho, endlich wieder Platz, der ganze Holzscheiß, weg damit, weg. Mit Reincarnation? Ja, das ist ja genau. Ah, ja klar, das habe ich doch gerade gesagt, dafür habe ich das Holz doch gemacht. Endlich wichtig für mich. Ich bin ja auf Platz 1 auf der Liste. Ich finde die Liste eigentlich ziemlich cool. Hast du die auch schon bei dir entdeckt? Nee, ist die im Questbook? Ja, pass auf, du gehst auf das Questbook. Und dann... Ich habe gar kein Questbook. Doch, bestimmt. Unter dem Live. Ich hab's. Da steht doch, you've currently died 4 times jetzt zum Beispiel bei mir. Und wenn du da Klick hier for more info klickst, dann zeigt er dir an. Wodurch du gekillt wurdest. Ich wurde zum Beispiel einmal durch ein Monster gekillt, einmal durch ein verrottetes Herz und zweimal durch einen Fall. So, der Kinzi ist 4-mal ins Void gefallen, 2-mal verhungert, einmal vom Monster gekillt worden, einmal explodiert und einmal durch ein verrottetes Herz kaputt gegangen. Schauen wir mal der Vollständigkeit halber hier die Mutzi noch an. 2-mal ins Void gepurzelt. Einmal verhungert, einmal vom Monster gestorben, einmal von einem verrotteten Arzt. Das war wohl nicht meine Schuld mit. Und der Brainiac ist einmal gefallen, einmal ins Void gefallen, einmal verhungert, einmal explodiert und einmal vom Monster gekillt worden. Er ist sehr ausgeglichen. Du, ich geh mir mal das Haus von dem lustigen Typen angucken. Ja, du, geh du mal dahin. Ich möchte ganz gerne den Harvester heute noch fertig haben. Okay. Weil sonst kann ich nicht beruhigt schlafen. Und der Dschungel, Dschungel wächst. Der Dschungel wächst. Kein Ding. Aber grüß schön da hinten. Ja, mach ich, tue ich. Natürlich auch ein bisschen blöd, wenn der Dschungel über den Harvester hinweg wächst. Aber das kriegt er ja noch mit, wenn die unten... Aber ich kann nichts grüßen, weil die schon offline sind. Die haben auch eben Tschüss gesagt. Oh. Wieder mal nichts mitbekommen. Die haben wahrscheinlich jetzt nur so ein Block um den rum geflatscht. Es lebt. Aber es baut nichts ab. Faules Pack. Hartz IV, der Tag gehört dir, oder was? Mann. Oh, Mannsen. Der Kinzi. Das geht mir echt auf den Senkel mit dem Gerät, ey. Ich baue jetzt jeden verlassenen Baum ab hier. Was für ein Häuschen, ey. Aus Dreck? Home of Hanswurst. Hanswurst. Haben sie ihn hier. Okay. Der hat sogar eine eigene Kiste. Cool, ist der. Ey, geht's noch? Hör auf zu schießen. Also wenn alle möglichen Holzarten dafür verbratzt. Ich geb dir einen Tipp, ne? Falls so einer bei uns spawnen sollte und der hat einen Zauberstab in der Hand, greif ihn bloß nicht an. Ich töte ihn. Wenn du es schaffst, töte ihn, ja. Tu es.
Mach es. Versuch es ruhig. Wenn du die Was Liste soll ich denn heute noch machen? Ist das okay? Ah ja, ich wollte ins Nether Redstone Farm gehen. Dann auch Redstone. Ja. Dieser Golden Bag of Holding, auch in der Dings-Variante, in der Unsterblichkeits-Variante, ist gar nicht mal so teuer. Nö, es geht. Wie hast du denn gedacht, das Ding wäre teuer? Verzauberte Bücher überhaupt gemacht, ohne Enchantment? Ich hab Flimflam-Bücher gemacht. Ach so. Oh, das ist natürlich fuchsig. Flimflam brauchen wir ja kein Enchantment-Table für. Du bist ja ein richtiger Fuchs da. Ja, und wer von euch da draußen die Flimflam-Verzauberung nicht kennt, die ist ziemlich geil. Eigenwerbung. Ach, ich dachte, du willst ein Tutorial machen. Hä? Was soll ich denn da für ein Tutorial machen? Ich könnte die, obwohl, wenn ich versuchen würde, ja, wenn ich versuchen würde, die Folgen davon als Tutorial irgendwie drauf zu kriegen, dann bräuchte ich schon jemand Zweites, an dem ich halt die Folgen zeigen, demonstrieren kann. Ja, ist kein Problem, ich stelle mich zur Verfügung. Nö, ach, ist doch Kappes. Ich kann auch den Dummen spielen, ist kein Problem. Ah. Ist doch Kappes, brauchen wir dann nicht. So, Jetpack ist gerüstet und geladen, dann werde ich jetzt mal schnell. Stopp. Ich habe da doch gerade noch was Schönes gesehen. Das wäre eigentlich noch eine gute Idee dafür. Ich habe irgendwo noch ein verzaubertes Buch gesehen. Wo war denn das? Und ich baue Holz ab, weil es mich nervt. Oh ja, toll. Aber ich habe jede Menge Rubberwood hier. Rubberde. Was machst du denn damit? Silikon. Und dann? Dann mache ich aus diesem Silikon zauberhafte Dinge. Nee, das brauche ich für unser Lagersystem. Und dann? Dann können wir da lagern. Und dann? Dann haue ich dir auf den Kopf. Und dann? Dann tut dir dein Kopf weh. Und dann? Und dann drehe ich dir in die Nüsse. Und dann? Dann tun dir die Nüsse weh. Und dann? Oh Mann. Ich hab doch hier eben irgendwo ein verzaubertes Buch gesehen. Gib mir das! Ich hab keins. Ich hab keins. Nein, wirklich nicht. Ich hab keins. Tu mir nichts. Oh! Improvement. Plus one haste. Ja, wunderbar. Jetzt, oh, zieh dir rein, wie ich die Blätter hier abbaue. Jetzt geht's schnell. Miau. Miau. Es ist der Formel 1 Ferrari unter den Äxten. Ich finde dieses scheiß Buch nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Vielleicht despawnen die Blätter und ich fall runter und bin tot. Juhu! Nein! Was? Mach vorher deine wichtigen Sachen in deinen Dingsbums, ne? Bumsdings. Ich glaube, ich gehe nicht. Habe ich das etwa schon ins Lagersystem eingeräumt? Das glaube ich eigentlich fast nicht. Okay, es geht viel schneller. Warum macht denn eigentlich der Harvester das nicht? Naja, egal. Auf ins Nether! Wir haben so einen riesen Slime da rumhüpfen. Im Nether? Nee, hier bei uns vor der Tür. Wie vor der... Achso, du meinst im Spawn-Bereich. Ja, ja. Hallo. Ich hab's aber heute echt... Naja, heute. Letztes Mal hatte ich's mit der Klassik. Es reicht! Jetzt ist genug. Chopin, kraul mir doch am Siphon. So, okay. Redstone. Wo finden wir Redstone? Was höre ich denn jetzt mal? Ach ja. Nein. Ich muss meine Playlist neu organisieren. Okay, aber nicht jetzt. Nein. Fuhr, Lied. Planter ein bisschen weiter hier. Oh, ich sehe zwei Redstone-Vorkommen, wenn mich nicht alles täuscht. Yay! Ja! Oh, ich höre schon wieder diese ekelhaften Nether-Geräusche, die ich gar nicht leiden kann. Oh, und Kobalt, das nehme ich doch mal mit. Kommst du her? Mhm.
Was haben wir denn sonst noch so hier? Da unten ist noch mehr Kobalt. Oh, ui, schön. Aber dafür reicht mein Jetpack leider nicht. Aber für runter, ja, aber für hoch nicht mehr. Dann kommen wir lieber schnell zurück zum Laden. Zum Laden? Zum Laden. Also zum Laden nach Hause kommen. Das ist trotzdem komisch. Da oben ist noch einer. Aber der wird auch ziemlich viel saugen. Um zu laden, nach Hause kommen. Das geht ja. Das ist grammatikalisch einwandfrei. Naja, wenn wir zu Hause in Tante Emma Laden hätten, könntest du auch sagen, komm nach Hause zum Laden. Ja, das wäre richtig. Haben wir aber nicht. Ja, und an wem liegt's? Na, wir haben aber einen McDonald's. Ja. Und der bald sogar richtig funktionieren sollte. Aber der Crafting-Automat ist jetzt nicht der schnellste, oder? Ist ja nur ein kleiner Computer. Doch, der ist eigentlich schon ziemlich schnell. Da sind wie viele CPUs drin? 3 oder 4? Boah. Also ich habe es selber noch nicht gebaut, aber ich habe Tutorials gesehen. Die haben immer einen größeren gebaut. Also das müsste normalerweise schnell gehen. Ja, Baum. Gut. Im Creative kann man das ja locker easy machen. Genau, das stimmt. So, Redstone. Wenn ich Kobalt vorher pulverisiere, müsste auch mehr rauskommen. Was ist das Kobalt? Ich ganz täusche. Ja, 2 Blöcke. Wow, krass. Und jetzt haben wir nochmal 48 Redstone. Yeah! Kannst ja gleich in den Bazaar füllen. Ich will jetzt gerade mal gucken, was da rauskommt im Pulverizer. 2 Kobaltdust. Ja, das müsste die Ausbeute jetzt doch verdoppeln. So, die Bäumchen sind bald weg. Ich Idiot habe auch nicht erst die Saplings weggenommen. Nein, ich habe die Bäumchen weggenommen. Währenddessen sind natürlich schön viele neue Bäume gespawnt. Was machst denn du überhaupt? Ich mache alles auf Anfang. Kämpfst du wieder mit deinem Harvester, wie immer? Ja, ich kämpfe jetzt seit mehreren Folgen mit meinem Harvester. Der Kampf gegen die Windmühlen ist Kinseys Kampf gegen den Harvester. Das ist Sisyphus-Arbeit, ja. Damit würde ich mal zum Arzt gehen. Ein süffeles Fuß? Ja. So ungefähr. Naja, kommst du da noch ran, Axt? Ja, da auch noch, aber da nicht, ne? Nee. So, was brauchen wir? Storage. Nein. Ach, wie hieß denn das Ding jetzt nochmal? ME1K Storage oder so, oder? Hallo! ME! Ah, da ist es doch. Das brauche ich. Certus Quartz und Redstone. Mal zwischengeladen. Was müssen wir noch hinkriegen? Certus Quartz? Was macht denn da eine Spinne? Ich muss ja noch ein paar Basic-Prozessoren herstellen. Ach, ich habe ja einen Goldenberger Folding. Ah, siehst du wohl. Da. Ja. Zack, 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 zack. Ich habe wieder was zum Vollmühlen gefunden hier. Dir darf man eigentlich nichts geben. Du machst alles nur noch kaputt. Wieso kaputt? Es geht doch nicht kaputt, wenn es voll ist. Gold Redstone. Okay. Ach ja, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich den Dirt habe. Dirt. Hab ich nicht. Hab ich den denn mal gern, wo ich jetzt wieder das Gold habe. Ach da. In meinem Golden Bag of Holding. Ups. Und der Rechner. Ups. Falsch rum. Das kommt dahin, das kommt dahin. Bam. Was zum? Ja, nein, vielleicht. Ach. Weiß gar nicht, was er will. Nee, ach komm, ist egal. Scheiß Bäume. Ja, schon mal kurz brennen. Was? Hab ich Siphon gesagt? Ja, du hast Sack gesagt. Siphon. Nein, Sack. Saxophon. Saxophon, genau. Ja, das wollte ich eigentlich sagen, genau. Ja, so, ganz ehrlich, wirklich. Dein ist schon wieder ein Bullshit-Baum. Monster Spawner Wither Boss. Gibt's dafür auch ein Rezept? Hör auf. Gibt's da echt ein Rezept für? Keine Ahnung. Lass es den auf einer anderen Insel stecken. Es gibt kein Rezept dafür.
Aber dann bitte ein Vita Boss, wie heißt der nochmal? Es gibt keine Rezepte dafür. Ach so, Entschuldigung. Für den Spawner. Vielleicht für den Spawn-Ei. Das weiß ich nicht. Das müsste ich noch gucken. Spei. 1, 2, 3, 4. Ich hab ein bisschen Angst. 1, 2, 3, 4. Weil ich stehe hier unter Bäumen und es ist alles sehr dunkel hier. Dann geh doch da weg. Ich muss hier arbeiten. Ist nicht so Hartz IV, der Tag gehört dir hier. Ihr muss. Ne? Ah, kennt sie. Warum despawnen die Winter denn auch nicht? Was soll denn das? Okay. Jetzt habe ich davon 4. Dann brauche ich. Glas, Redstone und Iron. Habe ich doch sogar alles. Jetzt sollten sie langsam mal despawnen. Ach, da. Holz, alles klar. Nein, falsch. So, der Rest ist nur noch Feintuning und ja, weiß ich auch nicht. Warum bin ich auch noch so ein Perfektionist? Ich weiß nicht. Hey, das ist's. Hä? Oh, ich höre Zombies hinter mir. Bam! Das ist auch einer. Bam, bam, bam. Nice. Ich habe gerade mal noch 4 Lager-Drives gemacht. Nee. Das heißt, jetzt können wir das Ding mal ein bisschen vollklatschen. Wieso steht der denn auch verkehrt rum? Verdammte Scheiße. Jetzt arbeite, du blöder Ernter. Hast du dein Update noch drin? Updata. Upgrade hat er drin. Das ist dann mein Hämmerchen für. Ja. Wie auch immer das Ding heißt. Precision Hammer, irgendwas, weiß ich nicht mehr. Aber ist auch egal, ich weiß, dass das Tin Upgrade eine Reichweite von so und so viel hat. Also muss das funktionieren. So, das ME-System ist einsatzbereit und funktioniert und hat 5 Laufwerke und geil. Und was kann ich mir craften? Was hast du ihm schon beigebracht? Noch gar nichts. Oh. Als erstes natürlich Cheeseburger. Was geht, was war denn das für ein Alpha-Baum, alter Verwalter? Ich muss erstmal die Maschine herstellen, mit der ich diese Patterns, also die Sachen herstellen kann. Ach so. Ist das das? Ich glaube ja. Ja, sieht gut aus. Brauche noch einen goldenen Prozessor. Entschuldigung. Oh, dann machen wir mal weiter. Craften wir mal weiter. Ja. Du vercraftest es nicht. Witzige Wortspiele mit Nutoka. Heute craften. Am Morgen. Witzige Wortspiele am Morgen danach. Ja. Oh nein. Oh doch. Oh yeah. Yeah. Haben wir noch was? Ah, oh, nein. Doch. Oh. So, Silikon. Valley. Gold. Ich glaube, das ist Redstone. Und nee. Wo ist da? Die spawnen gleich und ich bin tot. So, Geronimo. Fall nicht mehr runter. Gay Ronimo? Komm ich hier vielleicht sogar noch ohne Schaden raus? Das versuche ich jetzt mal. Was tut er? Was tust du da? Was machst du da? Oh. Ah, Mist. Ich reiz mit dem Harvester nicht so ganz. Warum nicht? Warum bitte? Was ist hier los mit dir? Oh, ich finde, der funktioniert super. Da läuft irgendwie so ein Bot von dem rum und er baut die Bäume ab. Scheiße, der Bot macht sich selbstständig. Guck mal, was der macht. Ah, oh, kacke, der holt seine Medium-Axt raus, geht zum Mekkes rein und schlägt dem Nutoka auf den Kopf. Hab ich das Gefühl. Wenn er ihn findet. Ja, der ist doch bestimmt im Keller, der Nutoka.
Und der ist wieder oben. Ich kann dich nicht hauen, wenn du in mir bist. Au! Ich kann dich nicht hauen, wenn du in mir bist. Du hast mich gehauen. Hab ich? Du hast mir gerade 6 oder 7 Herzen abgezogen. Oh. Piemel. Oh ja. Bitte keine Rache, Piemel. Noch nicht. Ich muss erst was essen. What? Wollte doch gar keine Rache. Nein? Nö, du weißt doch, ich bin nicht so. Ja, genau, jetzt aber. Nein. Ach man, ich bin nur gestresst von dem Harvester. Echt. Es nervt. Es nervt. Oh, Fluix-Dust und die Quarze brauche ich dafür, okay. Also wenn sich das jemand anguckt und sich mit Mindfactory Reloaded auskennt, bitte ein paar Tipps, was mit dem Harvester los sein könnte. Ich stelle ihn einfach, ich habe ihn letztes Mal schon mal woanders hingestellt und danach wieder dahin gestellt und auf einmal hat er funktioniert. Also ich versuche es jetzt noch einmal. Ich stelle ihn einfach mal irgendwo anders hin. Ich finde es zwar seltsam, aber na gut. Mal gucken, was er sagt, wenn er an seinem alten Platz wieder sitzt, ob er das toll findet. Harvester, wie geht's mit dir? Und auch komisch finde ich, dass er arbeitet, wenn er gar keine Stromquelle hat. Ganz ja, versorgt er sich dann nicht irgendwie selber mit Nein. Strom? Nein, der ist kaputt. Sicher? Guck dir das an. Ich stell dir mal neben dich. Wo bist du denn? Im Keller wieder? Ne, ich bin hier oben am Craften. Siehst du das? Aber lass mich gerade hier noch zu Ende machen. Der ist verbuggt. Der ist verbuggt. Hallo? Den kann ich in den Grinder hauen. Der ist kaputt. Warum? Guck mal, der arbeitet, obwohl er gar keinen Strom hat. Kannst auch reingucken, da... Ah, oh, du hast ihn repariert. Ja, geil. Einfach mal ohne das andere Zeug abbauen. Oh. Du meinst ohne den Precision Hammer, Crescent Hammer. Ja, 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 weil der ändert ja quasi, also er sorgt dafür, dass der Energielevel und alles gleich bleibt. Und das ist ja nicht immer gewollt. Ja. Also wenn, wirklich, wenn man den resetten will, wenn dann wirklich resetten willst, dann ja, exakter Mundo. So, ich würde sagen, wir packen es für heute. Ja, warte noch mal ganz kurz, ich will sehen, wie er das Feld abbaut. El Abmodo. Na. Na, mach, tu es. Los. Nein, ich habe ihn umgedreht. Das ist ja gar nicht mal so schwer. Ach so. Wo ist das Tin-Upgrade? Da. Das muss natürlich auch erst rein, bevor er richtig arbeiten kann. Okay, Kinsey, jetzt ja? Haben wir überzogen. Nein, echt? Haben wir 23 ja. Minuten voll? Ja. Ach, schneiden wir. Nein. Ja, jetzt haben wir sowieso überzogen. Ja. Ja gut, dann sehen wir halt nächstes Mal, wie er erntet. Wir müssen Schluss machen. Ja, dann können wir auch noch gerade ein bisschen weitermachen, so 2-3 Minuten. Echt? Okay, ich habe nämlich auch noch Lust. Weil es jetzt ja wahrscheinlich wieder funktioniert, aber irgendwie... Ach so, die sind nicht Mature, aber der ist Mature, der müsste weggehen. Versuche ich mal noch, ob ich eine Plank-Pattern hinbekomme. Iron, Glas, Glas, in die Mitte, Certus Dust. So. Zack. Hallo? So. So geht das. Spinnt der Planter jetzt auch rum? Oh, doch. Was geht. Was ist los? Ich dachte gerade, der Planter spinnt auch rum, aber das war nicht so, Gott sei Dank. Manchmal hilft es, wie gesagt, einfach mal abbauen, anbauen. Nee, der Planter ist in Ordnung. Ja, ich baue ihn nochmal jetzt ab. Ein letztes Mal mit den Händen. Mit dem Eimer meine ich. Mit dem Eimer? Ja, aber irgendwas hat er gemacht, weil er hat gerade... Präzisionstool. Ist er wieder runtergefallen, hä? Oh Mann. Hallo? Braucht das Ding Strom? Also er hat gearbeitet. Er hat was abgebaut. 10-mal Weizen. Also alles gut. Kinsey, reg dich nicht auf. Guck erstmal richtig zu. Ah, okay, dahin muss das Ganze. Hab ich ihn eingesammelt?
Nein, nur das Upgrade. Wo ist er denn? Wo bist du? Nein, wo bist du? Bier. So, Mensch, das jetzt in den Keller in unsere super Crafting-Maschine reingebe. Ist er jetzt weg oder was? Tack. Müsste mir das hier angezeigt werden. Yay! Sehr schön. Ich fordere da jetzt mal einen an. Hä? Plutsch. Geht natürlich nicht, weil Zutaten fehlen. Aber okay. Es funktioniert auf jeden Fall schon mal. Rate, was weg ist. Was denn? Der Harvester ist verschwunden beim Runterfallen. Wie beim Runterfallen? Ja, der ist mir zwischen den Rohren weggeflutscht. Ganz runter meinst du? Ja, dann mach halt einen neuen. Ist ja jetzt nicht so extrem aufwendig. Ist schon ein bisschen blöd. Ist alles ein bisschen ich hab'n. Ärgerlich. Wo ist er? Wo ist er? Wo hast du den denn geholt jetzt? Ich komm gerade hier runter und er ist mir ins Inventar geflutscht. Okay. Der hat, glaube ich, irgendwo hier zwischen den Fluidukten und den Itemdukten. Lag er vielleicht gestanden. Da oben. Ja, das kann sein. Alles klar. Aber er funktioniert. Er hatte eben ein bisschen Weed. Am Start. So, wir müssen aber jetzt wirklich mal Ende machen. Ja, müssen wir. Das ist jetzt schon bei 26,5 Minuten. Also. Wer ist denn überhaupt dran? Ich bin dran mit Abmod. Ja. Okay, ja, dann Freunde der Nacht, vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge könnt ihr dann ein bisschen sehen, wie ich hier mit diesem ME-System weiter rum fuchtel, mache, tue, was auch immer. Nein. Und ja, ansonsten, Kinsey, was machst du nächste Folge? Hast du schon einen Plan? Er schlägt wahrscheinlich mit dem Harvester rum. Ach man, no. Ich guck dem Feld beim Wachsen und Ernten zu. Cool. Ja. Ja, dann wahrscheinlich. Habt ihr auf jeden Fall kann schon auch mal sein, zwei dass coole ich was anderes mache. Auf die ihr euch freuen könnt. Anderes mache. Ja. Nee, Quatsch, die Autodörte muss hier rüber. Alles klar, ich weiß, was ich tue. Dann bis denne. Reingehauen. Tschüss.